Regier, da ist kein Sturm. Tom Raffel, Sichtungstag 2014. Wie läuft das ab? Auf was schaut sie da bei den Kindern? Ja, grundsätzlich ist uns wichtig, dass wir darauf schauen, wie kann sich das Kind allgemein bewegen, wie ist es motorisch und beweglich drauf. Die Schnelligkeit ist sehr, sehr wichtig und natürlich der Umgang mit dem Ball. Wie viele Kinder sind da bei unserem Sichtungstag jetzt vor Ort, beziehungsweise woher kommen die Kinder? Also es sind ca. 80 bis 100 Kinder heute beim Sichtungstag da und kommen aus verschiedenen Bundesländern, aus Kärnten, aus der Steiermark und aus dem Burgenland. Und wir sind sehr, sehr glücklich, dass wieder so viele Kinder dabei sind. Ich glaube, es gibt ja so eine Mini-WM oder so. Wer ist da gerade vorne dabei? Wie läuft das genau ab, diese WM? Also wir haben jetzt genau Halbzeit vom Sichtungstag. Jetzt waren gerade die Stationen, wo die einzelnen Kinder die Punkte gesammelt haben für die einzelnen Bewerbe in Gold, Silber und Bronze. Und jetzt starten wir dann mit der Mini-WM. Also in Kürze geht es dann los und dann werden wir schauen, wer dann die Besten beim Sichtungstag sind. Neben dem Sichtungstag gibt es ja auch noch 365 andere Tage im Jahr, wo sich viele Kinder beim SK Sturm melden, die bei uns spielen wollen. Wie kommt man zum SK Sturm? Wie kann man da Kicken anfangen? Also grundsätzlich gibt es einmal zwei Bereiche. Der erste ist, wenn man sagt, der Fußball-Kindergarten selbst. Da hat Sturm Graz selbst noch kein Angebot, ist aber mit der Fußballschule Raffel zusammen ein Kooperationspartner. Die kleinen Kids, Jahrgang 2009, 2010, kommen zuerst in den Fußball-Kindergarten der Fußballschule Raffel, gehen dann zu Sturm über. Und ältere Kids haben die Möglichkeit, über Online-Anmeldungen oder über das Scouting-System von Sturm Graz eventuell entdeckt zu werden oder sich eben über das Online-Formular anzumelden. Ansprechperson ist dort der Herr Schilcher, Didi beim SK Sturm Graz. Und ich glaube, nach dem Sichtungstag gibt es ja noch ein weiteres Highlight im Sommer. Erstmals wird es Camps geben. Was kannst du dazu sagen? Ja, erstmalig wird es SK Sturm Graz Fußballcamps geben. Wir sind sehr stolz und sehr, sehr glücklich. 4 wird es an der Zahl geben. Wieder ist die Fußballschule Raffel Kooperationspartner. Die Fußballschule macht dabei eben den Inhalt und der SK Sturm Graz macht die administrative Leitung und wird hier im wunderschönen Trainingszentrum Essendorf stattfinden. Herr Goldbrich, Sichtungstag 2014. Sie haben sich ein bisschen ein Bild gemacht. Sie waren auch bei der Eröffnung vor Ort. Wie läuft es bei den Kids? Ja, hervorragend. Man sieht die Stimmung und die Freude am Fußball ist einfach dabei. Und nicht nur bei den Spielern oder Spielerinnen, sogar in dem Alter noch, auch bei den Eltern. Und ich sage auch bei unseren ganzen Jugendbetreuern und Trainern, denen wirklich ein großes Lob und Dank gebührt. Der Sichtungstag ist immer Hammer. Und sie vermitteln einfach den Spaß und die Freude am Fußball. Und so soll es auch sein. Ist jetzt das erste Highlight in diesem Jahr mit der Fußballschule Raffel gemeinsam. Im August folgt ja ein weiteres Highlight, glaube ich. Ich hoffe, dass wir viele von den Mädels und Jungs, die heute da sind, auch im August wieder sehen, wo wir das erste Mal da in Messendorf 4 Wochen Camps veranstalten, wo wir, sage ich jetzt einmal, auch für den Breitensport was tun, die Profis mit den so wie, vielleicht auch ein bisschen weniger talentierten, aber Paaren, die halt allein Spaß am Fußball haben und mit Spiel und Spaß und neben der Kampfmannschaft, wird das sicher ein schöner August für die Kinder werden. Du bist heute beim Sichtungstag auch dabei. Was habt ihr gemacht bis jetzt? Stationen haben wir gehabt, Übungen haben wir heute gemacht. Und es war lustig. Welche Übungen waren da alles dabei? Zum Beispiel Schussübungen, Schnelligkeit und aufs Tor haben wir schießen müssen. Und wie viele Tore hast du schon geschossen? Das weiß ich nicht. Okay, dann viel Spaß noch. Armin, du bist heute auch beim Sichtungstag vom SK Sturm dabei, gleich nach den Ostern. Was habt ihr gemacht bis jetzt? Wir haben Bank, Passen gemacht und wie heißt das nochmal? Hab vergessen. Habst du Torschüsse auch gemacht? Ja. Wie oft hast du denn getroffen? Dreimal. Und was hast du zu Ostern bekommen? Ein Osterbild.
nicht gekriegt. Ich hab 5. Ah, wie viele Tore hast du schon geschossen? Weiß ich nicht. Was für Übungen habt ihr schon gemacht alles? Da drüben, wo das nicht mehr jetzt ist, haben wir gespielt. Was habt ihr dort gemacht? Gelaufen. Und da haben wir gespielt mit dem Ball. Das waren 2 Bänke. Und da war schon eine rote Linie. Und bei den Bänken hätte man rausschießen müssen. Und der Ball hätte über die Linie wieder gehen müssen. Dann hat man nicht mehr einen Punkt gekriegt. Und hast getroffen auch was? Zwei oder 3. Hier, Regia, da ist kein Sturm.